Hallo und willkommen zurück zu God of War. Hier haben wir aufgehört und hier macht man natürlich weiter. Wir haben einen Bereich entdeckt. Die Weltenreisekammer. Sehr schön. Wir wollen ja irgendwie nach Alfheim. Wie auch immer. Die Wurzeln wirken nicht wie deine Magie. Das stimmt. Sind sie auch nicht. Die Wurzeln sind Teil des großen Weltenbaums und ermöglichen die Reise zwischen den Welten. Na, das ist praktisch. Ein Glück sind wir hierher gekommen. So, und dann interagieren. Wow. Wie funktioniert es? Du brauchst das, einen Bifrost, um zwischen den Welten zu verkehren. Das ist also ein Bifrost. Speichert, bewahrt und überträgt das Licht von Alfheim. Platziere den Bifrost dort. Hat ich mir leckerer vorgestellt. Naja, die Nordmänner sind eh ein bisschen komisch. Warte kurz. Der Tempel erwacht langsam aus seinem tiefen Schlaf. Von diesem Raum aus... Und nur von hier aus könnt ihr von einer Welt zur anderen reisen. Was ihr hier vor euch seht, zeigt den Tempel, in dem wir gerade stehen. Sowie die Weltentürme, die draußen den See der Neun umringen. Alle Welten existieren im selben physischen Raum, Spiegelbilder voneinander. Diese Türen, die Türme draußen und die neun Welten sind alle miteinander verbunden. Und bestehen gemeinsam auf den Ästen des Weltenbaums. Getrennt nur durch das Bifrostlicht von Alfheim. Dieser Ort kann dieses Licht bündeln und steuern. Ist das der Weltenbaum? Kannst du das nochmal erklären? Ein Abbild davon. Nein, Yggdrasil ist viel, viel mehr als das. Der Baum des Lebens ist mit dem Schicksal der Welt verbunden. Genauso sind wir es mit ihm. Der Baum nährt unsere Böden. Der Tau seiner Blätter speist unsere Täler und Flüsse. Der Existenz des Baums verdankt die gesamte Schöpfung ihr Dasein. Seine Lebensenergie bildet das Geflecht des Lebens. Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. Jeder Strang geht über Raum, geht über Zeit hinaus. Alles kehrt zum Baum zurück. Und so funktioniert es. Aber du warst wohl auf eine zweckmäßigere Antwort aus. Ja. Nun gut. Die Brücke, die ihr draußen verschoben habt, ist derzeit auf Vanaheim gerichtet. Dreh das Rad stattdessen auf unser eigentliches Ziel. Alfheim. Na gut, das kriege ich hin. Ist aber ein ganz schön cooler Baum, dieser Yggdrasil. Moment, bewegt das die große Brücke draußen? Ja, das Rad dreht die Brücke und die Brücke richtet sich an den Weltentürmen draußen am See aus. Aber an diesem hier ist kein Turm. Und deshalb ist die Reise nach Jötunheim unmöglich. Ohne einen Turm zur Verbindung mit der Brücke kann die Sequenz nicht beginnen. So ein Jammer. Aber da wollen wir ja eh nicht hin. Für jede Welt steht eine Weltenrune, die die Brücke zu dieser Welt freischaltet. Ich gebe euch die für Alfheim. Jetzt könnt ihr euren Bestimmungsort eingeben. Ich bleib dabei, freundliche Hexe. Space drücken, um nach Alfheim zu kommen. Den dürft ihr nicht verlieren. Keine Sorge. Jetzt richtet sich die Weltenreisebrücke aus und die Zwischenwelt wird sich öffnen. Ist aber viel leichter, hier am Rad zu drehen, als das draußen zu machen. Siehst du den riesigen Kristall? Jede ja. Welt hat einen entsprechenden. Er konzentriert und verstärkt die Macht des Bifrosts und öffnet die Brücke zu jener Welt. Deshalb ist die Reise zu den Welten nur von dieser Kammer aus möglich. Ach so. Den fehlenden Weltenturm auf dem See. Der Jötunheim-Turm verschwand vor über 100 Wintern aus allen Welten, als die Riesen aus Midgard verschwanden. Wo der Turm jetzt ist und wie sie ihn bewegt haben, ist immer noch ein Rätsel. Tja, vielleicht finden wir das ja sogar raus. So, hier müssen wir selber Wurzeln schlagen, bis sich Yggdrasil dazu entschieden hat, uns hier eine schöne Brücke zu geben. Folgt mir. Der Bifrost ist dunkel. Diese Reise war seine letzte. Ihr könnt erst wieder zurück, wenn er mit dem Licht von Alfheim erneuert wird. Also setzen wir fest. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte problemlos zurück nach Midgard kommen. Ja, das denke ich mal auch. Atem vertreiben? Mit dem eingefangenen Licht von Alfheim, ja. Sehr gut, geh mal. Schon eine tolle Sache hier mit dem Weltenreisen. Hey, hier ist kein Händler in dieser Welt. Achso, ich darf die Türen aufmachen. Na gut, wie ein wahrer Gentleman. So gehört sich das.
Oh, sieht das hier anders aus. Warten wir erstmal, bis wir draußen sind. Willkommen in Alfheim, meine Herren. Dankeschön. Meint ihr, ihr findet das Licht? Ich erkenne es kaum. Etwas stimmt nicht. Seht ihr die Lichtsäule am Horizont? Ja. Sie kommt aus der Mitte des Ringtempels. Dort ist, was wir brauchen. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt, noch was nicht. Ist los? Oh, oh. Um die Bifrost-Magie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Wahn nicht abhält. Kannst du den letzten Teil nochmal wiederholen? Sie ist nicht tot, oder? Bestimmt nicht. Wahrscheinlich. Komm. Ja. Sieh dich doch mal um. Ganz nett hier. Fass nichts an. Aber wart ihr schon mal in Baden-Württemberg? Was ist das? Das ist mir egal, hier sind Vasen. Her mit den Vasen. Beziehungsweise mit dem Inhalt. Ah, die haben in der Welt auch Hacksilber. Das ist ja wunderbar. Meine Axt. Was ist das denn für eine glitschige Schlunze? Boah. Ich glaube, du hast's erledigt. Ja, ich hoffe mal. Sieh mal da oben. Ja, danke schön. Achso, der Geisttyp. Wow, was war das denn? Nicht unser Problem, Junge. Konzentrier dich. Ich glaube, das wird zu unserem Problem. Mensch, was ist denn hier mit, keine Ahnung, den hellen Typen passiert? Sind das Priester? Na, da ist zumindest Loot. Dann interessiert's mich nicht. Solange ich was zu looten hab. Oh, Runen. Junge. Lies mal vor, ich kann nicht lesen. Was steht da? Etwas von einem ewigen Krieg um das Licht. Verstehe ich nicht. Wenn beide Seiten es brauchen, wieso teilen sie nicht? Gier. Ein häufiger Grund für Krieg, wie du merken wirst. Oh, da ist eine Kiste, aber da komme ich gar nicht ran. Oder komme ich da ran? Gibt es hier irgendwo einen geheimen Schalter? Da hinten ist zumindest einer. Ah. Hier mit mehr Hacksilber. War tatsächlich auch nur Hacksilber drin. Na gut, da wollen wir uns nicht beschweren. Da wollen wir uns eventuell beschweren. Sie ermorden immer mehr Lichtalben. Oh, oh, das sind Lichtalben. Das Ende davon. Die mit den Roten haben verloren. Ja, also die mit den Roben, das klingt eher nach den guten Typen, wenn das Lichtalben sind. Das ist ja gut. Nicht alle auf einmal. Habt ihr keine Manieren? So. Wo ist meine Spezialattacke? Spezialattacke. Dankeschön. Junge, schön Pfeile verschießen. Ja. Und tschüss. Und hier auch nochmal tschüss. Junge, beschütz mich. Na? Geht doch. Sehr schön. Und auf Nimmerwiedersehen, hoffe ich. Warum greifen die uns an? Wir haben nichts getan. Gute Frage. Es werden mehr kommen. Wo kommt dieses Zeug überhaupt hin? Du hast es fast geschafft. Ja. Muss ich das etwa schnell machen? Oh je, ich bin doch nicht schnell. Und eine Kröte. Und die hoppelt zu einer schönen Kiste. Gesagt? Nein. Oh, hopp, 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 hopp. Na gut. Junge, töte den Schädel. Dankeschön. Was haben wir denn hier? Die Schätze lassen wir zurück, das kennen wir ja schon. Ich setze sie mal zusammen. Eine Muspelheim-Chiffre. Na gut. Ein Tümpel haben wir auch. So. Was haben wir denn hier? Ja, da hinten ist auf jeden Fall der Händler. Wenn der Kompass golden wird, ist ein Ziel in der Nähe. Suchen Sie die Gegend nach Hinweisen ab. Das kriege ich hin. Ach, und hier schau wieder so ein. Das geht doch nicht auch noch Zeit, oder? Doch, natürlich. Weiß aber hier gar nicht, was ich machen soll. Mist. Kriege ich das hin oder kriege ich das noch nicht hin? Brauche dafür eine Fertigkeit.
Also ich kann ja zumindest... Komm schon. Mach schneller. Wieso reicht das noch nicht? Ich mach so schnell, wie ich kann. Also irgendwas mache ich hier noch falsch. Oder muss ich auf die leuchtenden Dinger, sobald sie leuchten? Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Also zwei kriege ich hin. Den letzten kriege ich nicht hin. Oh, da habe ich mich verworfen. Also ich mache das hier noch ein paar Sekunden und wenn es dann nichts wird, lassen wir es halt wieder. So. Boah, keine Ahnung. Ich könnte ja auch einfach drüber hüpfen, aber anscheinend nicht. Was machst du denn hier, mein Händler? I und R. Was war vor uns, ihr Zwerg? Uns wurde gesagt, unser Pfad sei der einzige zwischen den Welten. Es mag der einzige für euch sein, aber Zwerge stecken voller Überraschungen. Das stimmt. Keine Antwort. Ah, genießt die Verwunderung. Es gibt wenig Wundersames, wenn man so viel geheimes Wissen besitzt wie ich. Wo man in den Welten exotische Dinge findet, wie man daraus Werke schafft, die die Vorstellungskraft sprengen. Du bist ein bisschen angeberisch. Die Magie, aber... Oh, na gut, es ist Magie. Jetzt zufrieden? Na gut. Mit Magie kenne ich mich aus. Ich bin heute sehr kreativ. Waffenverbesserungen verfügbar für die Leviathan-Axt und für den Klauenbogen. Na, schauen wir mal. Verbessern Leviathan-Axt. Wie viel kostet es mich? Eine Frostflamme und Hacksilber. Sieht nicht so aus. Dann her damit. Ja, ich richte es ihm aus. So, dann noch der Klauenbogen. Ach, das kostet jetzt wieder 5000 Hacksilber. Atreus, ich weiß nicht, ob du mir gerade so viel wert bist. Na gut, weil du mein Junge bist. Okay, neue Fertigkeiten sind dafür auch verfügbar. Dann einmal zurück. Wir können was herstellen oder wir können was verbessern. Unsere Brustrüstung... Können wir alles, was wir im Inventar haben, verbessern? Das will ich aber nicht. Wenn dann nur die ausgerüstete und die Geheimsachen haben wir nicht ausgerüstet. Wir können Zauber kaufen. Einfachen Zauber erzeugen. Ein Zauber, der einen zufälligen Wert erhöht. Boah, das wäre doch auch nicht so schlecht. Braucht man aber aktuell nicht. Vielleicht geben wir eher ein bisschen was für Rüstung, oder Fähigkeiten aus. Also wir haben Beacon Armschienen, Wolfshaut, Häscher, Wildschweinhaut. Sieht was cool aus. Oh, ich würde sagen, der Häschergürtel sieht ganz interessant aus, hat aber nur 7 Abwehr. Die Wolfshaut ist schon deutlich besser, aber auch relativ teuer, das braucht man nicht. Vielleicht einen schönen Axtknauf gönne ich mir einfach mal. 7500 kostet der. Kann ich sehen, was wir aktuell ausgerüstet haben? Ich glaube nicht. Na gut, der wäre aber auch für Glück und so weiter. Ist egal. Ich spare mein Geld noch ein bisschen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ja, bis zum nächsten Mal. Na gut, wo gibt es denn hier mehr Hinweise? Bestimmt irgendwo hier drin. Ah, macht vielleicht mehr Sinn, hier auf einmal zu zerstören. Ja, gut. Da habe ich mich vorhin völlig umsonst abgemüht. Naja, was soll's. Probieren geht über Studieren. So, hier hinten ist doch bestimmt noch eine Truhe irgendwo versteckt. Anscheinend nicht. Na gut, hier ist ein Boot. Dann wollen wir mal zur See fahren. Bisschen in See stechen. Mit der Axt am besten. Mensch, ich mach das ja mit dem kleinen Finger. Und mein Knirps hilft mir. Nichts gesagt. Wirklich? Na gut. Okay, das war das zweite Mal, dass Atreus meint, ich hätte was gesagt. Was stimmt denn mit dem nicht? Mein Kind gruselt mich. Deine Mutter von dieser Welt erzählt. Nicht viel. Nur, dass die Alben immer um das Licht kämpften. Und deshalb isoliert blieben.
Was ist das hier oben? Wieso konnte ich gerade E drücken? Yggdrasils Abklingzeit-Tau. Ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums bewirkt dauerhafte Vorteile. Abklingzeit dauerhaft um 2 erhöht. Muss ich den noch trinken? Ich glaube nicht, den haben wir jetzt uns gemeinsam geteilt. Dann lasst uns mal hier rumschauen. Anlegen kann ich ja nicht ohne Doc. Das habe ich inzwischen gelernt. Na gut. Zumindest im Kreisverkehr konnten wir hier erfolgreich umrunden. Keine Ahnung, was das hier soll. Ob wir später da hinkommen. Ist egal. Wir gehen jetzt einfach mal dahin, wo das Spiel uns haben möchte. Und das ist einfach weiter geradeaus. Nochmal. Ich habe nichts gesagt. Ich könnte schwören, du hast was gesagt. Was ist denn, Junge? Stimmen! Hörst du das nicht? Ich höre nichts. Jetzt hört es auf. Da war Geschrei. Viele Stimmen, zornig. Du hast das nicht gehört? Nein. Nein. Es war böse. Das ist nicht gut, im wahrsten Sinne des Wortes. Na gut. Mein Junge leidet an ein bisschen Wahnsinnigkeit, das ist in Ordnung. Ich glaube, mit mir als Vater ist das relativ realistisch. Nein. Vielleicht brauchen Sie Hilfe. Sie halten uns nicht auf, also gehen Sie uns nichts an. Sie gehen uns nichts an. Ich mag die Einstellung von Kratos. Ah, hier liegen mal die anderen verteilt. Ist das nicht schön? Ich glaube, ich bin für die Lichtalben. Je nachdem, ob das die Guten sind. Bin auf jeden Fall für die Guten. Sieh dir das an. Das muss der Ringtempel sein. Oh. Schon schön hier und hier können wir anlegen. Mit dem Dock können wir uns anlegen. Okay. Das hat nicht sehr viel Gegenwehr geleistet. Okay, was muss ich machen? Gefragt. Ohne mich oder in mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Sperma. Aber ich sehe hier nirgendwo Runen. Okay. Wir müssen die Antwort finden. Ich habe sie genannt. Kannst du es nochmal vorlesen? Okay. Ich glaube, mein Guess war nicht ganz richtig. Ich habe mich bemüht. So. Dann auf zum leuchtenden Strahl am Himmel. Oh. Bestimmt cool, hier drunter durchzurudern, zu paddeln. Traurig, der Streit zwischen den Alpen. Ja, ja. Ist so schön, aber Krieg macht es hässlich. Genug. Die blaue Tür, das muss der Eingang sein. Gehen wir. Ja, das sieht richtig aus. Was machen die denn? Oh ja, lasst es. Die Brücke ist weg. Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Warum? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden. Nein! Angriff! Sehr schön. Hau mir aufs Maul! Sehr schön. Euch mache ich den gar aus. Nicht abhauen. Sehr gut, Atreus. Mach ihn fertig. So, und der Letzte kriegt mit bloßen Fäusten auf die Fresse. Oh, ist gar nicht der Letzte. Ah, der wird wieder schön benebelt. Hier, weg mit dir. Ah, das ist ein cooler Finisher. Ja, der ist weg. Und kommt hoffentlich auch nicht zurück. Ich mag das in dem Spiel mit Fäusten zu kämpfen. Und ausweichen mag ich anscheinend in dieser Episode nicht so ganz. Ja! Weg mit dir! Tschüssikowski!
So, lag hier noch irgendwo Loot? Die haben mich ganz schön erwischt. Hier kann ich was drehen. Hier lag Loot. Können wir die Brücke von da unten aktivieren? Weiß ich nicht. Da oben ist auf jeden Fall was zu drehen. Hier ist wahrscheinlich eine Drehscheibe. Probieren wir es mal. Okay. Gut, also das hat etwas bewirkt, glaube ich. Ja. Alter, ich verstehe kein Wort, was ihr sagt. Hört auf, mich anzugreifen. Ich habe kaum... Hab doch kaum Gesundheit. Könnt ihr mal ein bisschen was von dem guten grünen Zeug fallen lassen? Ach, da ist ja schon was. Mehr wollte ich doch nicht. Bist du tot? Bist noch... Wir gehören hier nicht hin. Das ist doch kein Grund. So, dann würde ich sagen, fahren wir das auch aus. Entschuldigung, falsche Taste, wollte doch nur E drücken. Muss das jetzt ein Zeichen ergeben? Nö, sieht so symmetrisch aus. Ich würde sagen, das passt. Na gut, dann lies mal vor. Komm, zurück zur Sandschale. Jetzt zur Sandschale. Na gut, Kratos ist der Boss. Das war ja leicht, einfach nur ausfahren. So. Sandschale ist zum Glück nicht weit weg. Hoffentlich beschwören wir damit nicht schon wieder die Weltenschlange. Ist nicht gut für den Wasserstand. Ja. Du siehst mit den Augen eines Kindes. Im Krieg sieht ein Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Der Rest von ihm ist verloren. Und kommt manchmal nie zurück. Später mehr. Wir müssen zu Fuß weiter. Ja. Vater, die Säulen und der Ring formen eine Alpenrune. Aha. Und was heißt es? Was heißt es, Junge? Zeichne sie. Nein! Junge! Brauchst du eine Ibuprofen? Es waren wieder die Stimmen. Aber andere Stimmen. Weniger wütend. Sie baten um Hilfe. Ach, das waren bestimmt die Lichtelben. Es ist mir egal, wer sie sind oder was sie wollen. Dir ist immer alles egal. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Ja. Muckst du auf, du Kleiner. Was passiert? Weiß ich nicht. Ein Tunnel. Vater? Ja. Die Stimmen, die ich gehört habe, sie waren schwer zu verstehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mutter war. Das ist nicht möglich. Ich habe sie gehört. Atreus, das reicht jetzt. Er sieht anders aus. Sieh dir diese Hörner an. Hinter mich. Ja, das stimmt. Und der wirkt richtig, richtig angepisst. Das kann nicht gut sein. Nein. Hätte davor wahrscheinlich nochmal volle Gesundheit haben müssen. Vorsicht, Atreus. Der mit deinem Speer. Das ist echt ein cooler Finisher bei den Typen. Und gleich können die ihren Finisher an mir ausprobieren. Ich bin nicht gut im Ausweichen gerade. Warum? Was mache ich anders? Na also, der ist gefroren. Tschüss. Gesundheit. Dankeschön. Die war notwendig. Schieß ihm ins Maul. Wo ist denn euer gehörnter Freund hier? Wo ist denn euer gehörnter Freund hin? Boah. Gut hast ihn getötet, Atreus. Du bist ein guter Junge. So, dann würde ich mal sagen, hier schön rein.
gesperrt. Weiß ich nicht. Da liegt Loot da hinten. Ich will mich nicht vom Loot fernhalten. Das geht gegen meine Natur. Ihr seid aber bestimmt keine netten Biester. Kann ich hier was machen? Muss ich was in die Schale tun? Oh, zumindest ein bisschen hell für mich. Und keine Ahnung, was die anderen angeht. Irgendwas hier oben. Sieht auch nicht so aus. Vielleicht kommen wir ja später hier hin. Dann wollen wir mal durchs andere Loch in der Mauer. In der Wand. Durch eine Tür. Ah, hier kann ich die zumindest drehen. Mach dich bereit. Was? Bereit machen zum Kämpfen. Wovor? Sei du doch vorsichtig. Ja, mach ihn doch fertig. Wieso macht meine Maustaste nichts? Na gut, das war relativ unspektakulär. So, hier ist natürlich noch mehr Loot. Das ist ja wunderbar. Ich habe einen hohen Hacksilberverbrauch. So, was muss ich denn jetzt machen da drin? Da komme ich aber nicht ran. Darf ich nochmal drehen? Nö. Nö, nö. Na gut, hier kann ich definitiv nichts mehr machen. Hier wüsste ich, was zu machen ist, aber wahrscheinlich eher von der anderen Seite. Oder von hier. Hier passiert hier auch was. Hallo? Jemand da? Also irgendwas passiert da. Ah, da hinten. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Oh, beinahe runtergefallen. Das können wir natürlich nicht zulassen. Ansonsten, komm mal her, du Axt. Wüsste ich auch nicht. Müssen wir vielleicht das Ding hierfür finden. Na gut, wir haben ja noch einen Weg nach vorne. Ja, ich denke mal. Da hinten war ich im Moment einfach nicht schlau genug. Da bist du ja. Nee. Du bist wieder ein anderes Vieh. Ja, ist ja gut. Muss sie nur kurz schockfrosten. Kann schon. Sehr gut, Atreus. Lenk ihn ab. Beiß ihm in den Nacken. Und du willst noch aufs Maul. Sehr schön. Ah. Wir haben unser Problem halbiert. Das ist wunderbar, vor allem als Informatiker. Das macht man ja oft in dem Berufsfeld. So, hier ist wieder eine Kiste mit leuchtenden Symbolen und ich habe noch keins gesehen. Jetzt habe ich eins gesehen. So, komme ich da oben hin? Ist egal, versuch mal einfach hier mal am Rad zu drehen. Vielleicht bewirkt das ja wieder was Schönes. Da unten ist auf jeden Fall so ein Leuchtsymbol. Gut, eins haben wir erwischt. Können wir auch in die andere Richtung? Nö. Gut. Bringt uns dieser Seitengang zum Tempel? Weiß ich nicht. Nein. Ich habe kein gutes Timing gehabt. Das kriegt man aber hin. Das kriegt man hin. Kann Atreus das nicht machen? Nein. Schieß auf dieses Runenteil. Ah, ich habe sie jetzt nicht geworfen. Das ist natürlich sehr, sehr dämlich. Manchmal mache ich sehr, sehr dämliche Sachen. So, weg hier, Axt und... Ja! Noch ein Siegel besiegt. Weiß aber nicht, wie wir oben an die Kiste kommen. So, jetzt braucht man nur noch eins von den Kameraden. Da leuchtet was blau gerade. Da, so, spiegelt das? Spiegelt hier was? Ich habe keine Ahnung. Atreus, folge mir. Ah, hier oben ist so ein... Was kannst du denn?
Loot beinhalten. Das ist natürlich schön. Genauso wahrscheinlich hier. Oder hoffentlich. Ich weiß leider immer noch nicht, wie ich euch hier bekämpfen kann. Ich denke mal, ich soll das im Moment gar nicht. Ah! Atreus! Komm her! Hier ist wieder so ein Sandteil. Oder war das, wo wir hier überhaupt hingekommen sind? Ah, wieder so viele Fragen, so wenig Antworten. Na, auch hier würde ich ganz gerne an die Truhe. Ja, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich einfach nicht. Ja, da ist kein Durchkommen. Na gut, dann erstmal in die andere Richtung. Beziehungsweise jetzt da unten lang. Das letzte Symbol, wo könnte das noch sein? Ich will das, was in der Truhe hier ist. Vielleicht, wenn wir hier runter sehen, vielleicht leuchtet uns irgendwas an. Kann ja nicht am Arsch der Welt versteckt sein. Da unten vielleicht? Nee, da leuchtet nur was anderes blau. Mein Versuchen zu treffen. Boah. Halbwegs getroffen, aber gebracht hat das jetzt nichts. Na gut. Wir werden eventuell draufstoßen. Eventuell werden wir draufstoßen. So. Das ist einmal eingefroren. Ah, ich kann sogar hier rein. Schau, Atreus. So komme ich zumindest mal an die Truhe. Ist ja auch gut zu wissen. Her mit dem. Kein Hacksilber, eine gewöhnliche Armrüstung. Runenunterarmschienen. Naja, wer es braucht. Vielleicht kann ich die ja mal verkaufen für ordentlich Hacksilber. So, Atreus, ich muss nochmal am Ding hier drehen. Und dann gehen wir endlich mal in den Untergrundtempel. Es sei denn, ich sehe das letzte Symbol irgendwo. So. Das geht nirgends mehr hin. Irgendwas hier noch? Nö. Nö. Sieht so unruhig aus. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter. Es verschwindet ja nicht. Ich kenne Mutters Stimme genau. Wie war es? Sie ist tot, Junge. Sprich, das ist richtig. Davon. Gut. Was muss ich hier denn machen? Ach, das ist nur wieder die Brücke. Vielleicht braucht man die ja gar nicht. Ja. Ihr seid nicht die nettesten Artgenossen. Und Artgenosse ist dann schon weit hergeholt wahrscheinlich. Ja. Her mit dem Loot aus den Vasen. Und dann einmal Räuberleiter. Hui. Nein, da ist doch ein Vieh. Lass meinen Jungen in Ruhe. Jetzt werde ich aber wütend. Ja. Oh, du hast eine schöne Tarnung an. So. Ihr habt mich echt wütend gemacht. Echt wütend. So, und unser Freundchen hier auch noch. Ja. Irgendwas stand hier mit E. Oh. Ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Oh, bin ich stark. Tritt ihn in die Eier. Komm schon, dich mache ich fertig. Bleib stehen. Nicht abhauen. Ist er einfach wieder abgehauen. Wieso ist alles so dunkel? Was habt ihr gemacht? Jetzt ist besser. Jetzt ist doch wieder besser. Na komm. Und auf Wiedersehen.
Gern geschehen, Junge. Gern geschehen. Und die Bogensehne der Hexe funktioniert nicht mehr. Ja, irgendwie hatte ich auch die Befürchtung. Da ist ein Kistilein. Der mit so einem komischen Zeug, aber ich sehe diesmal nichts zum Abschießen. Dann wahrscheinlich erstmal weiter. Selbe Problem auf der rechten Seite. Na gut, einen Weg haben wir ja noch. So, bin mal gespannt, wo das hier hinführt. Bist du sicher, dass es der Hexe gut geht? Hoffentlich ja, ja. Sie nicht, als sie uns half. Sie hat gewusst, was sie tat. Bestimmt. Na gut. Da können wir hier einmal wieder drehen oder auch nicht. Das ist gesperrt. Da müssen wir irgendeine Plattform finden, die da hochfährt. Na gut. Ich hoffe, da sind wir nicht hergekommen. Nö. Das sieht doch ganz gut aus. So. Ein beherzter Sprung. Also, das ist nur Klettern. Ich dachte, er reißt jetzt die Felsspalte da auf. Das wäre ziemlich beeindruckend gewesen. Hat er aber anscheinend nicht. So. Aha. Also. Da sind zumindest zwei. Wenn wir genug wegschneiden, müsste oben die Brücke wieder erscheinen. Genau. Rechne mit Widerstand. Widerstand ist zwecklos. Na gut. Also die Teile sind nicht getimed oder quasi nicht getimed. Wir müssen die einfach möglichst zusammen abschießen. Das habe ich inzwischen rausgefunden. Oh, das ist ja wie in Assassin's Creed hier. Nur deutlich, deutlich besser. Entschuldigung. Schieß doch mal drauf, Junge. Ich muss sagen, ich liebe die Kämpfe hier. Auch wenn ich mich nicht gut anstelle. Waren das schon alle? Ich höre doch noch die schöne Kampfmusik. Oh. Ja. Wo denn? Ach, da oben. Oh, wieso? Hast doch alles gut gemacht. Hast doch alles wunderbar gemacht. Ach, da bist du ja. Und... Nein! Hättest du nicht vergessen bleiben können? Du findest seinen wunden Punkt. Ja, in der Mitte, schätze ich mal. Das können wir gegen ihn verwenden. Hä? Mache ich das richtig? Nee, das muss ich aufheben. Ah! Und... Wer hat wieder vergessen? Treten, treten, treten. Hauen, hauen, hauen. Hinter dir? Ja, ist ja gut. Ich brauche noch mal so einen Felsbrocken. Ja, geh mal aus dem Weg. Zuerst der steinige Typ. Treten, treten, treten. Nein, ich wollte doch noch treten. Bist du down? Bist nicht down. Atreus, du kümmerst dich um die anderen, mein Junge. Bist du tot? Dankeschön. Also, das hat er nur seinem Jungen gesagt. Nein, ich brauche das grüne Zeug hier. Hör mal auf mit dem Anvisier. Sehr gut. Ich nehme mir mal hier das Elf-Item. Sehr gut. Das fühlt sich gleich besser an. Na gut. Dann mache ich die Gegner halt fertig. Jetzt. Jetzt. Sehr gut. Du bist ein guter Junge.
So, jetzt erstmal alles aufsammeln. Alte Wache, Junge. Zersplittertes Herz von Alfheim. Alfheim. Na gut. Und eine wunderschöne Truhe. Wieder so schwergängig. Die sollten mal die Scharniere ölen. Leichter Runenangriff. Okay. Ich dachte, ich war ein griechischer Gott. Ich kenne doch bestimmt gutes Olivenöl. Eignet sich perfekt für Scharniere. Und ein neuer Herstellungsauftrag. Was sind denn die? Wahrscheinlich Aufträge zur Herstellung. Naja, egal. Ich würde sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.